Das Besondere an der Arbeit mit behinderten Menschen ist, dass ich finde, dass sie ehrlich sind. Also ich finde, sie sind oft ehrlicher als gesunde, erwachsene Menschen. Das, was sie bekommen oder was sie von mir bekommen, kriegt man oder kriege ich auch relativ schnell zurück. Also das erste Mal mit Kinesthetics in Berührung gekommen bin ich glaube 2001. Wie das dann ja so ist, also wir haben viel getragen, viel gehoben, die Menschen viel von A nach B geschleppt, sag ich mal so. Und dann hat man ja immer so die Vision, ach Mensch, das muss ja auch irgendwie anders gehen. Und dann hat man mal von Kinesthetics gehört und dann hatten wir ja einen Grund- und Aufbaukurs. Und wir haben festgestellt, dass es nicht nur den Klienten was bringt, sondern auch uns selbst als Team. Und haben uns das quasi so ein bisschen, nicht als einzige Philosophie der Einrichtung, aber schon mit einem Teil dessen, dass wir sagen, wir als Tagesförderstätte möchten Kinesthetics unbedingt integrieren in unser Konzept, als ein Teil unserer Philosophie auch. Und ich finde, so im Aufbaukurs und auch dann nachher in der Trainerausbildung ist es mir relativ schnell bewusst geworden, dass es ganz viel um meine Bewegungskompetenz geht. Und je mehr Erfahrungen ich dort sammle, umso mehr kann ich sie auch dann in der Arbeit anwenden. Zum Beispiel, wie sitzt einer im Rollstuhl? Gibt es da etwa Unterstützungsangebote oder Lernangebote? Beim Essen reichen, also ganz viel auch in der sozialen Interaktion mit den Menschen, versuchen wir jetzt nach wie vor immer ein bisschen mehr Kinesthetics auch reinzukriegen. Also Wiebke ist ja die Krankenschwester und pflegt halt Alexander und hat ganz oft Schwierigkeiten, wenn Alexander aus dem Rollstuhl kommt, um auf die Pflegeliege zu kommen, dass sie findet, sie übernimmt sehr viel mit ihren Muskeln. Und wir haben vorhin jetzt mal drauf geschaut, also als Wiebke dann im Rollstuhl saß, was passiert mit dir in deinem Körper, was nimmst du wahr, wenn du Alexander nachspielst quasi? Genau, okay, gerne. Und was passiert bei mir selber auch als dann Pflegender, um dann zu schauen, was kannst du verändern, damit es für Alexander vielleicht auch ein Lernangebot sein kann und auch für Wiebke dann selbst. Und da haben wir dann halt mal raufgeschaut auf diese Schlüsselstelle, ob es halt geht, dass Alexander in der Hüfte sich nicht eher überstreckt, sondern auch mal eher sich beugt in der Hüfte. Hier automatisch komme ich über meinen Punkt hinweg. Es ist schon auch ein Lernprozess für mich gewesen, mich erstmal zurückzunehmen, zu beobachten und dann danach das auch nachzuspielen und auch nachzustellen. Wir sind dann schon auch mehr dabei, dass wir seine Bewegung erstmal so lassen und wir für uns selbst erstmal Varianten suchen und auch für uns dann erstmal das erspielen, erspüren, um es dann eventuell nachher wieder in der Pflegesituation dann nochmal auszuprobieren. Viele Menschen sagen ja immer, naja, das dauert ja sehr lange und braucht seine Zeit und man ist ja mit dem Liftern oder mit dem Heben viel schneller. Also ich sage inzwischen nein, weil das, was ich tue mit dem Menschen, ist für mich schon eine Fördereinheit. Wir erreichen gemeinsam etwas und wir lernen gemeinsam etwas. Zu schauen, irgendwie, ob du jetzt was, entweder was findest oder ob du was verändern könntest sonst. Oder wenn du selber mal guckst, was passiert, wenn du den Arm oben hast, was helfen könnte. Ich selber sehe, dass die Mitarbeiter oder die Kollegen sich sehr intensiv mit sich selbst auseinandersetzen. Das heißt, sie sind sehr in der pädagogischen Arbeit vertieft und auch in der pflegerischen Arbeit. Es zahlt sich insofern aus, dass sie mit den Menschen in Interaktion treten, dass wir lange keine Kollegen hatten, die Rückenprobleme haben. Auch das kann ich so sagen. Aber den größten Punkt finde ich, dass sich während des Tuns wir beide aktiv sind. Also jetzt sitzt er gerade auch gut, ne? Und zumindest hat er jetzt auch hier einen Lernangebot, genau, diese Seite auch mal zu nutzen. In der Trainerausbildung ist es dann schon für mich so auch sehr deutlich geworden, dass es ja noch viel weiter geht und viel weiter gehen kann, als nur von A nach B zu kommen. Sondern dass es ganz viel auch darum geht, meine eigene Bewegungskompetenz weiterzuentwickeln, die Bewegungskompetenzen der zu Betreuenden oder der Klienten auch weiterzuentwickeln und auch auf den ganz normalen Alltag zu schauen und zu gucken, was kann ich dann mit dir gemeinsam verändern im Sitzen,
wenn du auf dem Fußboden liegst, wenn du dich umdrehen möchtest. Und das können manchmal, sind es ganz kleine Impulse oder Veränderungen, die ich ihm anbiete, auf die der Klient dann einsteigen kann. Inzwischen ist es schon so, zeig du mir, was du brauchst und wir gucken gemeinsam beide, ob wir da hinkommen. Dass die Kollegen auch so mitgehen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das bringt ja nichts, wenn ich als Abteilungsleitung hier rumwirbel und sage, ich mache in Kinästhetik ganz viel und die ganzen Kollegen stehen da und denken, was macht denn der eigentlich da? Sondern es ist mir schon wichtig, dass die die Sprache verstehen und sie auch wissen, was ich meine. Oder wir auch gemeinsam ungefähr wissen, wo wir hinwollen oder worum es gehen kann. Und das ist, glaube ich, schon, das ist schon wertvoll, dass alle Kollegen so sehr dahinter stehen und auch das Konzept irgendwie verstanden haben und auch nach wie vor verstehen und weiter verstehen wollen. Generell finde ich, gehe ich und gehen wir alle schon sehr mutig daran inzwischen, wenn Eltern sagen, der kann nichts, der muss gehoben werden, der muss in den Lifter rein, ich weiß gar nicht was alles, dass wir das erstmal für uns ablegen und sagen, nee, wir schauen mal.